Markus Löffler vom ADAC Sachsen, Sandra Brandt, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Leipzig Region und Thomas Pöge, Bürgermeister der Gemeinde Thalwitz, übergaben der Öffentlichkeit am Nachmittag des 13. Mai am Mulderadweg eine ADAC-Radservice-Station. Dass diese, als erste ihrer Art, im Radwegenetz der Leipziger Region im Thalwitzer Ortsteil Wasewitz in Betrieb genommen wurde, ist kein Zufall. Die Initiative ein bisschen aus dem Rathaus heraus, von einer Mitarbeiterin, die ja bei uns die Wege hier betreut. Und wir haben natürlich sofort die Möglichkeit beim Schopf gegriffen, weil wir sind ja hier am Mulderadweg und der ist ja touristisch schon stark genutzt. Und wir haben hier vor ein paar Jahren den Rastplatz hier in Wasewitz gebaut. Dort haben wir auch schon eine Toilettenanlage hier mit, eine öffentliche. Und so ist hier dieser Platz für die Radstation natürlich eine gute Ergänzung. Und er liegt ja auch zwischen zwei Radwegen, also das heißt der direkte Mulderadweg und die landschaftlich schönere Strecke an der Mulde lang. Und so haben wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und wir sehen das schon als einen guten Beitrag, auch die Radattraktivität hier in unserer Gemeinde und auch im Wurzner Land hier mit zu steigern. Es ist ja auch mit ein Teil des Wurzner Landradroute, also es sind mehrere Stationen, die hier dran vorbeiführen. Mit dem Angebot der Do-it-yourself-Station reagiert der ADAC auf aktuelle Mobilitätstrends. Ja, wir haben gemerkt, die Leute fahren natürlich immer mehr Fahrrad. Das war in Corona dieser ganz starke Trend, alles stieg aufs Fahrrad. Und auch bei uns kamen Fragen, was tut ihr eigentlich fürs Fahrrad? Wir bieten mittlerweile die Pannenhilfe genauso wie fürs Auto auch fürs Fahrrad an. Ja, und jetzt einen Schritt weiter gedacht, haben wir gesagt, wenn die Leute unterwegs sind, auch alleine, viele können sich selbst helfen, die haben die technischen Fähigkeiten, aber es fehlt halt häufig am Werkzeug. Und das ist so ein schöner Schritt, wo wir sagen, da verbinden wir das eine, also den praktisch fähigen Menschen mit so einer Station, wo einfach das Werkzeug an die Hand bekommt. Es ist bereits die 11. ADAC-Radservice-Station in Sachsen, informierte Markus Löffler. Dahinter steckt der Do-it-yourself-Gedanke. Denn diese Stationen verfügen über alle Werkzeuge, die für das Beheben einer Radpanne notwendig sind. Ja, fangen wir mal mit dem Wesentlichsten an, was vielleicht auch die meisten interessiert. Wir haben eine Luftpumpe dabei, weil das ist eigentlich das Häufigste, ist jetzt nie direkt ein Schaden. Aber zu wenig Luft ist natürlich auf dem Fahrrad immer schlecht. Das ist Punkt 1, Luft aufpumpen. Und dann haben wir so die klassischen Werkzeuge, also das Imbuswerkzeug, Schraubendreher. Wir haben auch einen Abheber für die Reifen. Wenn also der Schlauch mal defekt ist, kann man auch einen Schlauch flicken, müsste dann allerdings das Flickzeug oder einen Ersatzschlauch wieder selber mitführen. Das können wir ja nicht für alle Räder anbieten. Diese Art des Services schätzt auch der Tourismus in der Region, denn es ergänzt deren Angebote vor Ort. Das ist sehr, sehr wichtig für den qualitativen Ausbau der touristischen Wege, weil die Gäste sind natürlich fremd hier in der Region, die kennen sich nicht aus, die wissen also nicht, wo sie entlangfahren müssen. Dafür ist die Wegweisung wichtig, Infotafeln sind wichtig für einen groben Überblick, für Informationen, für einen kulturhistorischen Hintergrund. Und solche Servicestationen, natürlich, wenn was passiert ist, das ist das Allerschlimmste, wenn man irgendwo, wo man fremd ist, eine Radpanne hat und nicht weiterkommt. Und hier sozusagen kann ich mir erstmal selbst helfen und wenn ich nicht weiterkomme, kann ich den ADAC auch anrufen, dass jemand herkommt und mir hier hilft. Die Informationen zu den Standorten werden über verschiedenste Portale kommuniziert. Das wird integriert erstmal zum einen in unsere interne digitale Kataster und alles, was wir haben, wird natürlich auch kommuniziert an die Gäste und das machen wir übers Internet, über unsere Website, aber auch über solche Tourenportale wie Komoot und Autoactive. Da tragen wir solche Stationen dann auch ein, dass die Gäste dann auch genau wissen, an welchen Stellen sowas steht. Weitere dieser ADAC-Radservice-Stationen sollen noch 2024 im Bereich des Tourismusverbandes Leipzig Region errichtet werden. Letzterer engagiert sich auch für eine entsprechende Standortfindung.